So, jetzt meine Gruppe. Ich nehme das nochmal für 80 ein. Pass. Wie schön die hier am Rumrennen sind. Ein Traum. So. Fischerhütte hätte ich natürlich gerne ein bisschen höher. Beziehungsweise irgendwie insgesamt ein bisschen mehr Nahrung. Geld ist auch jetzt nicht so unfassbar geil. Für Rum mache ich den gerade mal nicht. Rum passt halt sogar, ne? Das ist okay. Ist jetzt nicht so, dass es wirklich ein Problem wäre. Oder knapp wäre. Die fressen alle nur gerade sehr, sehr viel Nahrung hier. Da weiß ich gerade nicht, wie gut ich damit klar käme. Aber hier kann ich auch Nahrung basteln. Warte mal. Bergwerk, ja, vielleicht. Felder wäre natürlich auch ein Traum. So. Machen wir Felder und machen wir auch ein Bergwerk hier hin. Für Upgrades. Und die eine Person, die über ist, die darf das jetzt alles bauen. Ansonsten, ich habe halt meine Armee, glaube ich, zu groß, als dass das wirklich toll wäre hier. Das ist ein bisschen das Problem hier. Oh nein, es ist ein Problem, dass ich zu viele Leute habe. Wie furchtbar. Das ist total schlimm. Waren das alle? Da oben komme ich nicht mehr hin, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich helfe meinen Kumpels da oben. Wäre zumindest ein Anfang. Wäre zumindest ein Plan. Lala! Och nö, ne? Der kann ja nicht einfach sterben hier. Frechheit. Ich brauche unbedingt Nahrung. Ich kann nicht so viel mitnehmen hier. Warte mal. Meinen Axtwerfer mache ich mal weg. Zu einer Zivilperson. Und dann mache ich auch noch einen Schwertkämpfer hier weg. Dann werde ich jetzt nur noch mit denen rumrennen. Ich brauche halt Nahrung. Ich brauche eigentlich Leute hier. Die dann für Nahrung sorgen. Das ist der eigentliche Plan. Und mit vier Leuten im Moment reicht das hier. Passt. Weil ich tatsächlich mal einen Heiler bauen könnte, ne? Marktplatz? Nein, vielleicht. Wie auch immer ich das tue. Heilerhütte. Man kann es so leicht beantworten. Es geht so einfach. 100? Ich habe keine 100 Münzen, okay? Ich dachte, ich hätte noch ein paar mehr, aber ich produziere auch keine, ne? Ich glaube, im Moment produziere ich überhaupt keine. Nahrung ist dafür sehr, sehr gut gerade mal. Machen wir Handelsposten. Irgendwo hin, wo es denn passt. Und er passt nirgendwo, hey. Sehr gut. Ich kann da nicht hochlatschen, ne? Wenn ich da nicht das vorher erkundet habe. Warum ist auch falsch hier, die falsche Richtung? Das ist natürlich doof. Ist ja ganz verwinkelt, da oben hinzukommen. Dann haue ich da eine Mehrheit von weg von den ganzen Wolfen oder überhaupt von der ganzen Gegend. Brauche ich dann anscheinend noch mehr. Alle 70 Tage gibt es Neues. Warum sind die so schlecht drauf? Ich weiß es nicht. Na, neues Zeug. Pelzmäntel, eure Einheiten sind im Winter nicht mehr geschwächt. Erhöht den Angriff eurer Zivilisten und ihre Resistenz eurer Verteidigungstürme um 20%. Nee. Machen wir das. Bisschen mehr Handelskram. Und ich hab viel zu wenig. Möchte ich mal ganz kurz anmerken, es ist viel zu wenig. Weil ich einen Holzfäller wahrscheinlich hier umbasteln kann zu einem normalen. Zu einem Normalo. Da fehlt jemand am Stein. Ich bastel nochmal einen zweiten Holzfäller um. Dann haben wir leichte Verluste, aber es wird schon gehen. Da komme ich jetzt nicht hoch, ja. Ich brauche einen neuen Speer.
Das gefällt mir nicht. Ich muss das hier irgendwie weitermachen. Ich glaube, die Gegner kommen aber nicht nach, oder? Habe ich den einfach übersehen bisher? Wobei, ist es nachgekommen gerade? Ne, das ist einfach nur ein Lager hier. Wolfsbau. Hier werden so lange Wölfe generiert, bis ihr dieses Gebiet beansprucht. Okay, dann wird es doch, dann war er doch noch nicht da eben. Okay. Also nicht okay, ne? Aber erkennbar, dass es okay sein könnte. Okay, Steine werden gebrochen, das ist schön. Ich könnte noch ein Silo bauen, tatsächlich. Erhöhte Produktion von Nahrung durch Spezialisierung. Spezialisierte Arbeiter in diesem Gebiet, ja. Also ich könnte das machen, wenn das dann passen würde. So ganz in der Theorie. Ich habe einen Speer. Okay, der rennt hier oben hin. Alles klar. Okay, Joe. Ob ich da oben hinkomme? Ich habe keine Ahnung. Ob ich da hinkomme, weiß ich nicht. Oder könnt ihr hier einfach rüberspringen? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich hier hochlatschen. Ich kann einfach hochlatschen, geil. Da sind allerdings drei Stück mir gegenüber. Was ohne Heiler ein bisschen blöd ist. Aber habe ich nicht eigentlich ein Heilerhaus gebaut? Anscheinend nicht. Heiler. Okay, weil ich nichts bauen kann. Das könnte ein Grund sein. Ich kann halt gerade nichts machen. Das ergibt Sinn. Was brauche ich denn gerade mal am allerwenigsten? Ich brauche mehr Leute halt. Die dauert Ewigkeiten, bis sie kommen. 161 Tage sind nicht viel. Ich brauche mal mehr Leute. Die sind hier alle fröhlich am vor sich hinskalten. Neues Gebiet. Ich gehe da mal hoch. Habe ich wenig von, aber ich mache das zumindest mal. Ich muss das neue Gebiet hier mal haben. Von daher, ich könnte den Seefahrer theoretisch auch nochmal hier entlassen und dann anders verwerten. Dass der meinetwegen halt irgendwas anderes macht. Ich weiß noch nicht so ganz was. Aber mache ich gerade mal nicht. Da haben sie genug Zeug. Okay, fantastisch. Selbst da passt es nicht hin. Warum sind denn nur zwei Plätze? Das ist viel zu wenig. Ich finde das nicht gut. Das ist viel zu wenig. Bin ich zumindest nicht sonderlich stark beeindruckt von. Ausbauen, zum Ausbauen fehlt mir das Geld. Aber ich kann mir das Gebiet hier unter den Nagel reißen. Auch wenn das schmerzvoll klingt. Sich Sachen unter den Nagel zu reißen. Ich mach das mal. Ist da ein Durchgang? Ja, ne? Darf ich jetzt das hier machen? Was? Neuer Titel, Tane. Vorräte erhaltet 150 Nahrung, Holz, Grüns und plus 10 Stein. Die Nachricht von eurem Erfolg als Anführer hat andere Clans erreicht und ihr habt eine neue Fähigkeit erhalten. Okay. Wunderbar. Unser Clan hat eine beachtliche Ruhmesstufe erreicht. Unser Einfluss über die Region ist stark und die Herzen unseres Volkes sind von Stolz erfüllt. Na, fantastisch. Erreicht 200 Ruhm, okay. Ist gerade pausiert oder was? Nein. Ah, praktisch, dass ich das jetzt alles bekommen habe. Das ist sehr, sehr praktisch. Das ist tatsächlich sehr, sehr praktisch. Da darf man jemand dran ein bisschen rumbeten hier. Ahoi! Ja, ahoi. Ich hau mal ein Fest mal raus. Ich hoffe, das bringt was. Leuchtturm. Ihr könnt Hauptverkehrsrouten eröffnen. Muss in einem Langschiff-Dock errichtet werden. Aha. Spannend, spannend. Habe ich jetzt eine Heilerhütte hier? Nee, ne? Heilerhütte. Jetzt hier, so. Ich hätte gerne einen Heiler. Nächstes Mal die Leute draufgehen.
Da mag kein Holzfäller drin sein, aber ich brauche im Moment auch keine Holzfäller. Um mal ein Selbstgespräch hier geführt zu haben. Felder sind in Ordnung. Ich könnte es aufwerten, ne? Bereich entwickeln kann ich machen. Klar, ich kann auch das Haus nicht aufwerten, weil ich kein Gemeindehaus aufgewertet habe. Fantastisch. Aufwerten. Lässt euch andere Gebäude aufwerten. Erhöht die maximale Bevölkerung um 2 und das Bevölkerungswachstum um 20%. Ja, klar. Gib keine Quatsch. Hat jetzt wie viel gekostet? Ich habe keine Ahnung. Bisschen Stein wahrscheinlich. 10 Stein für mehr Brauerei hier. Ja. Machen wir es so. Das war noch immer nicht das Richtige zum Erforschen, ne, oder? Das wäre eher hier oben schön, dass man hier eine Direktverbindung kriegen kann. Sonst komme ich halt nicht zum Gegner. Scan produzieren 1 Kronen mehr. Eure Händler produzieren 20% mehr Kunst. Machen wir das mit den Skalden mal. Da haben die wenigstens was zu tun. Warum ist das rot? Wir sind unzufrieden, okay. Ja, was kann ich dafür, dass ihr unzufrieden seid? Klammermitglieder oder Beruf. Okay, das steht einfach nur rum, aber sammelt ihr nichts oder was? Sammelt der nichts? Okay, mehr Ruhm brauche ich schon mal nicht. Daran wird schon mal nicht scheitern. Okay, es gibt gar... Wo kommt die ganze schlechte Laune her? Wir wollen bessere Häuser. Wir haben zu viele Verletzte. Stimmt. Aber es sind bessere Häuser. Wollen die hier eine Aufwertung oder was? Für 5 Steine. Kann ich den geben, klar. Jetzt sind sie einen Ticken zufriedener. Weil ich ein Haus aufgewertet habe, geil. Habe ich tatsächlich jetzt 3 Holzfäller oder was? Nee. Das ist Heiler, okay, okay. Wollte gerade sagen, aber was passt hier denn nicht? Ahoi! Ja, ja. Wie viele Felder habe ich jetzt? Sind hier rum, ging aber relativ flott. Machen wir Geld. Statt rum. Dass wir sowas da rausbekommen. Weil Geld habe ich tatsächlich nicht genug. Aber wann hat man das schon mal? Ich könnte noch eine Skaldenhalle mit rankloppen, dass ich noch mehr hier Begeisterung kriege. Ich glaube, das tatsächlich mal. Oder ich hätte die aufwerten können wahrscheinlich auch mit 10 Steinen. Ah, Steine haben wir noch 16 da, das ist fantastisch. Das ist tatsächlich gut. Ich hatte die Befürchtung, dass das schnell schief gehen könnte. Dann wird er nichts mehr haben, aber so geht's auch. Braunbär, das ist doch kein Braunbär. Das soll ein Bär sein, okay. Schön. Sehr interessant. Einen Heiler habe ich. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen hinbekommen hier. Ich weiß nicht, auf wen das gerade mal geht, wer hier geheilt wird, aber ich hoffe, dass es bald funktioniert. Schön, dass ihr unzufrieden seid. Was kann ich dafür? Okay, der wird zwar angegriffen, aber das, die können sich schon wehren, aber es ist... Jedes Mal wird es ein bisschen schlechter. Scheint doch sehr. Kann hier mal bitte gebaut werden, da oben? Die olle Halle hier. Achso, meine Leute müssen im Gebiet sein. Okay. Deswegen macht der Heiler gerade nichts. Ich war gerade kurz irritiert, aber die müssen im Gebiet sein. Sonst wird das nichts. Sonst wäre das gemein, die könnten dann halt überall sein und würden dann im Kampf meinetwegen noch geheilt werden. Das ist ja ein bisschen fies. Ein bisschen übertrieben das Ganze. Plus 4 Nahrung. Er ist unzufrieden. Ich weiß, dass du unzufrieden ist. Ich weiß. Dafür sorge ich da, dass es nicht mehr der Fall ist. Ruhm und Zufriedenheit. Das klingt nach einer guten Idee. Oder einer schlechten Fernsehserie. Je nachdem. Heute bei Ruhm und Zufriedenheit. Markt.
platzmäßig habe ich auch noch gar nichts gebaut, ne? In irgendeiner Form, oder? Ich glaube nicht. Was ich total gut gemacht habe. Machen wir einen Marktplatz. Und zufriedenheit ist bei 0, weil keine Leute mehr hier am halbtot sein sind. Was sehr löblich ist. Und du machst ein bisschen Zufriedenheit. Da ist auch nur eine Person drin. Und dann kriegen wir das hin. Erhöht die Produktion des Meister der Lehren. Und 20% halbiert die Kosten von gemeißeltem Stein. Nein. Verringert die Aufwertungskosten eurer Gebäude um 20%. Ja, vielleicht. Oder machen wir mal hier das bisschen frei, dass es später aufsteigen kann. Verringert den Verlust der Produktion von Nahrung im Winter um 30%. Ja. Ihr haltet 3 Zufriedenheit. Wäre schön. Ihr haltet 20 Steine und 10 Eisen. Machen wir. Das hat reizvoll. Machen wir das. Kriegen wir halt Ressourcen. Machen wir das tatsächlich. Mehr Zufriedenheit. Weil schön. Hätte ich mir das Gebäude sogar sparen können. Ein kleines bisschen. Alle 24 Tage kommt ein neuer. Alle 22 Tage kommt ein neuer. Tja, wer weiß, wie das dann aussehen wird hier, wie schnell das alles funktioniert. Was nun genau 22 Tage sind und was noch nicht. Oder 24, ob das wirklich einen Unterschied macht. Die werden fröhlich vor sich hingeheilt, das ist super. Ach, Zufriedenheit ist echt hoch mit 9 jetzt gerade mal. Ein bisschen übertrieben. Aber warum nicht auch manchmal übertreiben? Ich würde trotzdem manchmal gerne vorspulen können. Einfach sagen, okay, ich hätte jetzt gerne mehr Geschwindigkeit, ist ja Singleplayer. Von daher, warum nicht? Einfach mal weniger warten und mehr effektiv hier sich über die Dinge im Leben freuen. Ja. Vielleicht kann ich auch noch. Ne, gut, ich habe jetzt da 3 Leute drin. Ich hätte sonst gesagt, dass man nochmal einen Skalden weniger hat wieder. Aber so geht's natürlich auch. Jetzt ist er bald mal geheilt hier, ja, ne? Es geht in die Richtung. Schön, dass der Heiler da fröhlich vor sich hin rumsteht. So, ich gehe nochmal hoch. Oi, selber oi. Machen wir den Platz da frei. Ich habe noch immer keine 8 Gebiete, ne? Aber ich kann es beanspruchen hier, machen wir das. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie viele das sind. Anscheinend keine 8. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 7 Stück. Oh, okay. Fluffige 7 Stück. Habe ich alle Braunbären und sowas zählt? Nein. Exakt genau gar nicht. Braunbär existiert noch ziemlich gut. Und zwar teilt auch eine ganze Menge Schaden aus. Es geht aber. Es geht. Hast du nicht mehr das Gebiet, was ich denn säubern soll, ne? Ja, hahaha. Hahaha. Machen wir das. Ja, für die Würfel geht's, das ist kein Problem. Das passt alles. Habe ich alles, da habe ich 3 von 3 Leuten drin. Hier habe ich 3 von 3 Leuten drin. Gehandelt wird genau gar nicht. Klappt super. Hallo Nachbarn, wie geht's denn so? Muss ich das einnehmen oder wie ist das? Damit hier keine Leute mehr nachkommen? Ich weiß es nicht. Ich fürchte mal. Könnte ein Ticken dauern. Das Gebiet ist nicht erschließbar. Also okay, also kann ich das gar nicht. Also kann ich das überhaupt nicht machen. Nur weil es ein Sumpf ist? Hallo? Ist ja voll Mobbing.
170 Nahrung habe ich nicht. Ah, schön, dass jetzt neue Leute hier mitzukommen. Sehr, sehr löblich. So. Schön, dass sie jetzt hier oben sind, ne? Die werden sogar geheilt. Geil. Weil es ein Verbündeter ist oder weswegen. Warum wird er geheilt? Ich finde das gut, ne? Nicht, dass ich mich jetzt, nicht, dass es klingt, als würde ich mich beschweren. Aufs Maul! So. Und jetzt nimmt er das ein, okay. Dann war das hier vorhin noch nicht genug gereinigt. Wenn er das sofort einnehmen möchte. Das ist zu genau. Da ist noch ein Wölfchen. Was? Ich werde angegriffen? Das ist Tennis, ja doof. Schön, dass die da alle hinrennen. Und ihr Bestes tun. Das ist gut jetzt, okay. Ich habe nur noch 4 Zufriedenheit, ne? Bessere Häuser, wir haben zu viele Verletzte. Ja, das passt schon. Alter! Gebieter, ich kann mit Freuden vermelden, dass Halvards Lager jetzt nicht mehr von Bestien bedroht wird. Hervorragend. Sorgt bitte dafür, dass seine Leute die nötige Nahrung bekommen und kümmern euch um seine Verletzten. Im Namen des gesamten Heidrun-Clans möchte ich meine aufrichtige Dankbarkeit ausdrücken. Ohne euch wären wir verloren. Ab sofort und immer noch, immer da könnt ihr auf die Hilfe und Ergebenheit des Ziegen-Clans zählen. Hiermit schwöre ich euch feierlich meine Treue. Macht das. Sieg. Sehr gut. Fortsetzen. Fantastisch. Alles klar. Ist auch ganz nett gemacht hier mit dem kleinen Weg. Neue Mission. Was hätte man hier jetzt machen können? Erreicht 6 Zufriedenheit. Okay. Zerstört alle Wolfbauer. Das habe ich nicht gemacht. Handelt jeweils mindestens einen Monat lang Nahrung und Holz mit Halbwert über 2 Handelsrouten. Das habe ich genau gar nicht gemacht mit den ganzen Handelsrouten hier. Egal, danke fürs Zuschauen für den Moment hier bei Northgard und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Mission. Adieu und tschüss.